Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich komme gerade aus der Rhön, aus Röderheid, wo wir mit über 60 Messdienern dieses Wochenende verbringen. Und ich habe so einige Messdiener angesprochen, habe gesagt, ihr müsst mir bei der Predigt helfen. Ich habe nämlich mit den Messdienern mal so gesammelt, was verbinden wir alles für an Sprichwörtern mit dem Hals? Ich habe ein Kloß im Hals. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Das schnürt mir förmlich den Hals zu. Ich steck bis zum Hals in Schwierigkeiten. Das hängt mir langsam zum Hals raus. Der kann den Hals nicht voll genug bekommen. Du musst nicht gleich alles in den falschen Hals bekommen. Helft mir mal den, dass der mir vom Hals bleibt. Du kannst nicht jedem gleich um den Hals fallen. Es war nur eine kleine Auswahl, was die Messdiener so, es wäre mir gar nicht selber alles so eingefallen, die haben mir da gute Hilfe geleistet. Sprichwörter, die wir so einfach sagen, aber wenn Sie genau hinhören, keins davon ist ja so wortwörtlich zu nehmen. Da steckt ja kein Kloß, wo man nur reinpacken muss und holt ihn raus. Oder ich stehe auch nicht mit dem Wasser, bis im Wasser hier, bis zum Hals, sondern wir drücken innere Haltungen, Gefühle, auch Empfindungen unserer Seele, Lebenssituationen, die uns bedrängen, drücken wir mit solchen Sprichwörtern aus. Und wenn zu Ihnen einer sagt, es steckt mir wie ein Kloß im Hals, dann wissen wir, den bedrängt was. Und er kann es vielleicht auch nicht in Worte fassen. Und wenn einer kommt und sagt, mir steht das Wasser bis zum Hals, wissen wir sofort, der hat irgendein Problem, wo er selber nicht mehr weiter weiß. Und so sind eigentlich alle Redewendungen, die damit verbunden sind, im übertragenen Sinne zu verstehen. Der Hals spielt beim heiligen Blasius auch eine Rolle. Wir kennen alle die gute alte Legende, die uns erzählt wird. Der heilige Blasius, ich habe es ja eingangs gesagt, war zunächst Arzt. Er hat sich ganz und gar eingesetzt für das Heil von anderen Menschen, ihre körperlichen und seelischen Krankheiten zu heilen. Und das wendet sich, er wird später Bischof und Priester und wirkt zum Heile der Menschen und vermittelt ihnen eine heilende Botschaft, nämlich die Botschaft Jesu Christi. Und als er ins Gefängnis gebracht wird, weil er es ablehnt, den römischen Kaiser als Gottheit anzuerkennen, erzählt die Legende, dieser Zug wird unterwegs aufgehalten und eine junge Mutter ruft Blasius um Hilfe. Das Kind hatte eine Gräte verschluckt und durch seinen Segen soll das Kind gerettet worden sein. Wir haben dann hergeleitet, auch in der alten Formulierung heißt es noch, du sollst geschützt sein von allen Halskrankheiten. Ich mache immer die Erfahrung, wenn Blasius Zeit ist, verteile ich 1000 Mal den Blasius-Segen, nur ich habe dann immer die Grippe. Also, ich glaube, wir müssen vielleicht das noch erweitern und deshalb bin ich eingestiegen mit diesen Redewendungen. Ich glaube, es geht mehr als um den Hals und das Kratzen, was wir da immer verspüren und wo uns die Erkältung jagt. Es geht auch da im übertragenen Sinne, wenn wir nachher den Blasius-Segen erhalten, dann ist es nicht nur so ein Heilsmittel gegen Halskrankheiten, sondern es geht um den ganzen Menschen. Es geht vielleicht auch um all das, was uns wie ein Kloß im Hals steckt. Es ist auch ein Segen und eine Zusage, wenn du es erlebst, dass dir das Wasser bis zum Hals steht und. Wenn dir etwas im Hals stecken bleibt, dann will Gott
an unserer Seite sein. Und auf die Fürsprache des heiligen Blasius will er uns sein Heil zusprechen, das nicht nur auf einen Körperteil und einen besonderen Bereich eingeengt ist, sondern den ganzen Menschen sieht. In dem Sinne hat auch Blasius gehandelt. Und es gibt auch in einem anderen Legendenbericht, schon als Arzt soll er immer ganz besonders den Menschen in seiner Ganzheit gesehen haben. Wir wissen ja heute, dass viele körperliche Krankheiten auch seelische Ursachen haben und umgekehrt aufgrund seelischer Angriffe sich manches dann auch körperlich in uns ausdrückt. Also wenn ich Stress habe, dann geht's mir hier in die Schulter. Dann muss ich zum Doktor sagen, du musst mal was gegen meine Verspannungen machen. Und da sagt der Doktor, ja, du musst mal ein bisschen runterfahren. Das ist nicht ein schiefes Kreuz, sondern das kommt wo ganz anders her. Brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Wir wissen eigentlich, wenn wir unseren Körper genau und unser Inneres genau verfolgen, wissen wir um diese inneren Zusammenhänge. Die hat auch Blasius schon gekannt. Und in dieser Weise dürfen wir nachher den Segen mit den neu geweihten Kerzen empfangen. Die Kerzen, die auch nochmal sagen, dir tritt Gott als das Licht für dein Leben entgegen. Und nimm diesen Segen entgegen, lass dich heilen an Leib und Seele und geh hin und werde selber zum Licht für andere. Wenn wir in der Weise den Segen empfangen, dann kann es auch für uns zum Heil werden und wir werden für andere zum Heil, die vielleicht auch auf uns warten, weil ihnen das Wasser bis zum Hals steckt oder ein Kloß im Hals stecken geblieben ist oder die eine Hilfe brauchen, damit ihnen jemand vom Hals gehalten wird.